Ja, guten Tag. Unser Projekt heißt OS3, das steht für Open Standard School System. Jetzt fragt man sich natürlich, wozu? Und dazu erstmal kurz Schulsysteme aktuell. Schulsysteme sind meist überall unterschiedlich, man kann sie schwer wiederverwenden, weil es halt ganz viele unterschiedliche Standards gibt. Es nur meist nur am PC, also nicht am Handy oder so, hat man überhaupt alle Funktionen zur Verfügung. Und häufig kosten sie dann auch noch Geld und Quellcode einsehen, das ist sowieso nie dabei. Also im Endeffekt haben dann Schüler, Lehrer und Eltern meist keine Übersicht über bestimmte Systeme, weil die ja nicht zusammenarbeiten oder müssen komplett veraltete Funktionen nutzen. Außerdem wurden bei unserer repräsentativen Umfrage kam das Ergebnis heraus, dass 90% der befragten Schüler mit dem System an ihrer Schule unzufrieden sind. Und ich finde, das geht so nicht. Ja. Ja, da haben wir uns natürlich gedacht, was kann man da denn machen? So schwer kann es doch nicht sein, da mal so eine kleine offene Grundlage zu legen, dass da ja jeder mal so sehen kann, wie funktioniert das, was kann so ein System, wie kann ich da meinen eigenen Client zu machen, meine eigene kleine App. Und da haben wir uns gedacht, entwickeln wir so ein kleines Grundsystem, was allgemeine offene Standards hat, die auch überall gleich sind, offene Quellen haben und natürlich alles top verschlüsselt, dass da nur jeder nur die Daten sehen kann, die er sehen soll und niemand mal so die Noten abfragen kann, auch wenn es nicht sollte. Ja, und natürlich ist das Ganze auch ordentlich schnell, also anders als so das ein oder andere System, was Schulen nutzen. Open Source. Und alle, die dieses Open-Source-Projekt irgendwie verwenden wollen, müssen das wieder als Open-Source veröffentlichen, sodass jeder immer sehen kann, was geht da eigentlich in diesen Programmen vor. Wir haben das auch so geschrieben, dass das auf allen Geräten schön aussieht und läuft. Und ja. Ja. Als nächstes kommt jetzt die Live-Demo. Wichtig an der ganzen Sache zu sagen ist natürlich, dass diese Live-Demo hier ist natürlich nur eine Demo. Das heißt mit anderen Worten, das Wichtigste an der ganzen Sache ist das Backend. Mit anderen Worten, die ganzen Grundfunktionen, der komplette Aufbau, das ist wirklich das Wichtige. Und das ist jetzt wirklich eine ganz kleine Sache, die man damit machen kann. Man kann das jetzt schon für sehr, sehr viele verschiedene Dinge anwenden. Wie man seine Website dann im Endeffekt aufbaut, ist dann auch jedem selbst überlassen. Durch ein dynamisches System können wir dann zum Beispiel hier an der Seite Navigation hinzufügen oder auch an verschiedene Displaygrößen anpassen. Genau. Also mit dem System, wie es jetzt ist, könnte man ohne Probleme zum Beispiel einen ganzen Blog veröffentlichen, wenn man Lust drauf hat. Und das Login-System funktioniert auch schon. Also jeder könnte einen eigenen Benutzer erstellen und sich anmelden. Genau. So, das Ganze ist auch auf GitHub verfügbar, kann sich jeder kostenfrei anschauen, ausprobieren und eventuell auch mitmachen, wenn man denn möchte. Einfach einmal diesem QR-Code folgen. Ja. Achso, noch eine Sache. Ganz kurzer Nachtrag nur. Verwendet haben wir auf dem Server läuft die Programmiersprache Go und eine MySQL-Datenbank. Und clientseitig ist das Ganze aktuell eine progressive Web-Applikation, die in Dart geschrieben ist und das Angular-Framework verwendet. Ja, und dann danke fürs Zuhören.